Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Heute melde ich mich zum vorerst letzten Mal aus München bei euch. Wir stecken zwar noch mitten in einem arbeitsintensiven Dreitagesplenum, weil wir noch viele Initiativen auf den Weg bringen wollen. Aber das erste parlamentarische Halbjahr 2022 ist nun beinahe vorüber. Wir Abgeordneten starten in die parlamentarische Sommerpause. Ihr werdet euch vielleicht fragen, was machen die Abgeordneten denn jetzt? Die einfachste Antwort darauf ist Urlaub wie jedermann. Aber genauso wie ich werden viele meiner Fraktionskollegen die sogenannte sitzungsfreie Zeit auch nutzen, um Orte in ihren Wahlkreis zu besuchen, mit den Menschen zu reden und uns mit den Aufgaben, die vor Ort drängen, befassen. Gleichzeitig besteht nun aber auch Gelegenheit, sich auf die Dinge zu besinnen, die in unseren durchorganisierten Alltag vielleicht zu kurz gekommen sind. Ich denke dabei an die Zeit mit der Familie und mit Freunden, an Ausflüge und kleine Auszeiten. Denn auch für uns Politiker gilt, nun neue Kraft zu tanken für die vielen Herausforderungen, die vor uns liegen. Krieg in der Ukraine, Inflation, Energieversorgung und die nach wie vor nicht ausgestandene Corona-Pandemie. Gleich nach der Sommerpause werden wir uns bei unserer Klausurtagung in Nördlingen mit genau diesen Themen beschäftigen. Bis dahin wünsche ich euch, auch im Namen der gesamten Fraktion, einen erholsamen, sonnigen und wohltuenden Sommer. Nutzt die Zeit, um das zu tun, was euch am Herzen liegt. Für die von euch, die in Urlaub fahren, euch eine schöne Zeit und kommt bitte gesund wieder. Und für alle, die daheim bleiben, gute Erholung und schönes Wetter. Bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.